In der Vergangenheit habe ich mich oft sehr kritisch geäußert, wenn Eltern Kinderfotos auf Social Media posten. Und seit ich über Kinderinfluencer berichte und mich für Themen wie den Schutz der Privatsphäre, der Persönlichkeitsrechte und dem Datenschutz von Kindern einsetze, bekomme ich auch immer öfters Gegenwind. Manchmal auch nur indirekt von Familienbloggern selbst, die Videos hochladen, in denen sie das Posten der Fotos ihrer Kinder im Netz rechtfertigen. Manchmal werden hier sogar Pro-Argumente genannt, warum das Posten von Kindern im Netz nicht nur schlecht, sondern auch sehr gut sein kann. Und mit genau diesen Pro-Argumenten befasse ich mich in diesem Video. Wir schauen uns diese an und überlegen, ob man die logisch gegenargumentieren kann, ob wir vielleicht Gegenbeispiele finden oder ob wir den Eltern in diesem Punkt einfach zustimmen müssen. Und fackeln wir gar nicht lang rum, fangen wir direkt an mit Nummer 1, einem meiner Lieblingsargumente, weil es so oft kommt bei dem Thema. Es ist die Entscheidung der Eltern. Die treffen täglich hunderte Entscheidungen für ihr Kind und somit dürfen sie auch die Entscheidung treffen, ob sie Fotos von ihrem Kind im Netz posten. Also erstmal kann man natürlich allgemein sagen, nur weil du als Elternteil Entscheidungen treffen darfst, ist das keine Pauschalerlaubnis dafür, scheiß Entscheidungen zu treffen. Du darfst als Elternteil auch entscheiden, dass dein Kind jeden Morgen eine Tafel Schokolade zum Frühstück isst und dazu einen halben Liter Fanta trinkt. Trotzdem darf man dich für diese Entscheidung scharf kritisieren. Aber wir können hier in der Gegenargumentation sogar noch einen Schritt weitergehen. Poste ich meine Kinder? Das ist keine Entscheidung, die man mit was isst mein Kind heute, was ziehe ich dem Kind an oder in welchen Sportverein geht mein Kind vergleichen kann. Weil das Posten von Kindern und deren Fotos im Netz ist eine Einschränkung der Rechte der Kinder. Zum Beispiel deren Recht auf Datenschutz im Allgemeinen oder aber auch deren Recht auf Privats- oder Intimsphäre, je nachdem, was für Bilder da gepostet werden, wenn das Kind zum Beispiel im Kinderzimmer oder im Badezimmer gefilmt wird. Wir als Gesellschaft nehmen diese Rechte leider oft nicht so ernst, aber sie existieren. Nur mal als Beispiel, das ist jetzt ein etwas drastischer Vergleich, aber ich will es erklären vom Prinzip her. Es gibt in Deutschland auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und nur weil ich als Eltern die Entscheidung für mein Kind treffe, darf ich nicht entscheiden, dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit zu umgehen und mein Kind als Erziehungsmaßnahme zu verprügeln. Das ist einfach nicht nur meine Entscheidung, das ist nämlich einfach ein grundlegendes Recht vom Kind, wo ich jetzt nicht einfach meine Entscheidung drüber stülpen kann. Und so darf ich eigentlich grob vom Prinzip her auch nicht ohne weiteres das Recht meines Kindes auf Datenschutz brechen und mir selbst die Erlaubnis erteilen, Bilder von ihm zu posten. Manchmal findet man dieses erste Argument übrigens auch in einer Variation, das will ich auch noch kurz anmerken. Also dann wird sowas gesagt wie, ja, wenn ich umziehe, dann ist das auch ein großer Eingriff in das Leben meines Kindes und darunter kann das noch viel mehr leiden, als wenn ich ein, zwei Fotos von dem auf Social Media poste. Das kann das Kind noch viel nachhaltiger schädigen und so weiter und so fort. Und ja, das mag stimmen, dass das so ist, aber es ist trotzdem was komplett anderes. Bei einem Umzug verletzt oder beschneidet man keine grundlegenden Rechte des Kindes. Kommen wir zum nächsten Argument, welches oft beim Thema Darknet-Foren, Pädophilie etc. angebracht wird. Wenn ich mein Kind nicht im Netz posten darf, dann dürfte ich mit meinem Kind ja auch nicht auf die Straße oder ins Schwimmbad gehen. Denn heutzutage hat jeder ein Smartphone und da kann theoretisch ja auch jeder Fotos machen. Naja, also erstmal muss man sagen, hinkt der Vergleich. Wenn jemand Fotos von deinem Kind im Schwimmbad macht, der nicht zur Familie oder so gehört, dann ist das zugegebenermaßen rechtlich ein bisschen eine Grauzone, aber in den Hausregeln der meisten Schwimmbäder verboten. Ich habe lustigerweise tatsächlich in der Vergangenheit in einem Schwimmbad gearbeitet und Menschen schon aus genau diesem Grund rausgeworfen. Außerdem, wenn man jetzt einen akkuraten Vergleich haben wollen würde, dann wäre das Posten von Kinderfotos im Netz auf diese Situation gemünzt, eher so, als ob du zu Hause Fotos von deinem Kind ausdruckst, dann ins Schwimmbad gehst mit dem Kind und dann zu jedem, der da sitzt, hingehst und dem die Fotos anbietest und sagst, hier, möchten Sie ein Foto von meinem Kind, ob Sie wollen oder nicht? Weil du bist ja am Ende die Person, die das Foto gemacht hat. Außerdem, und das ist meine letzte Anmerkung zu diesem Argument, ist ein Schwimmbad oder ein Spielplatz ein begrenzter Raum in der Öffentlichkeit. Dein Kind weiß, dass hier andere Menschen zuschauen. Das Netz hingegen ist ein komplett unbegrenzter Raum, in welchem dein Kind aber dann teilweise private Dinge macht, die man nicht in der Öffentlichkeit macht, wie zum Beispiel im Bett liegen und heulen. Weil das Kind in dem Moment, ne, je nachdem wie alt es ist, und das geht bis zu einem sehr hohen Alter, bis man das überhaupt greifen kann, was das für Zahlen sind, nicht weiß, dass es sich gerade in der Öffentlichkeit befindet. In einer unbegrenzten Öffentlichkeit. Ne? Also diese Fotos kann man auch noch aus Lampukistan aufrufen. Dementsprechend ist das gesamte Argument erstmal ein schlechter Vergleich und
Eigentlich auch logisch komplett ungültig. Kommen wir zum dritten Argument. Wenn du Familienbloggern die Schuld gibst, dass Fotos von ihren Kindern im Darknet landen, dann ist das Täter-Opfer-Umkehr. Die Täter sind doch eigentlich die Pädophilen. Auch eines meiner Lieblingsargumente, weil es sich hier um einen so wunderbaren logischen Fehlschluss handelt. Oft kommt auch dieses Argument in einer Variante vor. Also dann wird sowas gesagt wie, ja, wenn Frauen sich freizügig anziehen und dann vergewaltigt werden, dann sind ja auch nicht die Frauen schuld, sondern die Vergewaltiger. Und genauso ist das mit Kinderfotos im Darknet. Erstmal muss ich sagen, dass ich diesen Vergleich eher unangebracht finde, aber man kann an ihm sehr gut aufzeigen, wo eben dieser logische Fehlschluss liegt. Also erstmal muss man sagen, komplett richtig. Ne? Egal wie freizügig sich eine Frau anzieht, sie ist nicht schuld daran, wenn ein Täter übergriffig wird. Das ist zu 100% die Schuld des Täters. Und genauso ist ein Kind auch null schuld, wenn seine Fotos von Leuten im Darknet irgendwie, keine Ahnung, benutzt werden, gehandelt werden, was auch immer. Zu 100% die Schuld der Täter. Aber beim Thema Familienblogger und Co. gibt es ja noch eine Zwischeninstanz, die es beim Beispiel A nicht gibt. Nämlich die Eltern. Und wenn du Familienblogger bist und, keine Ahnung, Badewannenfotos von deinem Kind öffentlich auf Instagram postest, dann bist du im Vergleich zu deinem Kind in diesem Dreieck nicht ausschließlich das Opfer. Denn du als Elternteil hast ja häufig im ersten Schritt die Rechte deines Kindes auf Privats- und Intimsphäre beschnitten oder sogar verletzt und somit erst ermöglicht, dass Täter an die Fotos kommen. Will ich damit sagen, dass du als Elternteil auf einer Ebene mit dem Täter stehst? Nein, auf keinen Fall. Aber du hast den Tätern den Zugang zu diesen Bildern massiv erleichtert, indem du, was weiß ich, dein Kind in der Badewanne fotografiert hast. Was ja an sich rechtlich schon ziemlich grenzwertig bis hin zu illegal ist. Also gerade für so, weiß ich nicht, Badewannenfotos oder sehr intime Fotos kann dein Kind dich auch verklagen, wenn es 18 ist. Deswegen bitte, bitte nicht das Wort Täter-Opfer-Umkehr für diesen Zusammenhang missbrauchen, weil das ist keine Täter-Opfer-Umkehr, hier handelt es sich um ein Dreieck, das ist sehr viel komplexer. Viertes Argument, welches oft von eher erfolgreichen Bloggern kommt. Ich verdiene mit dem Family-Blog sehr viel Geld, welches später meinen Kindern zugutekommt. Also ich glaube, hierüber müssen wir nicht lange diskutieren. Also ja klar, natürlich mag das stimmen. Die Frage ist halt, zu welchem Preis? Dass dein Kind, gerade wenn es vielleicht der Protagonist auf dem Kanal wird, langfristig mentale Probleme hat, dass sich Täter deinem Kind im echten Leben nähern können, weil du indirekt sehr viele Daten über das Kind preisgibst, dass du vielleicht auch langfristig die Bindung und das Verhältnis von dir als Elternteil zu deinem Kind schädigst, weil es sich in der Pubertät vielleicht dann gegen dich wendet, weil es keinen Bock mehr hat, gepostet zu werden und das vielleicht auch rückblickend blöd fand. Das gleiche gilt übrigens auch für Argument 5, deswegen fügen wir mal Argument 5 direkt hiernach an. Andere Menschen bekommen durch Familienblogger, die ihre Kinder zeigen, bessere Erziehungstipps. Auch hier ist natürlich die Frage, ja, okay, aber zu welchem Preis? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Tipps und Tricks kann man auch super geben, ohne die Kinder jemals zu zeigen. Und sei es, dass man irgendwie ein Rollenspiel macht, dass man sich selbst als Kind verkleidet und dann Person A spielt und Person B spielt. Kommen wir also schnell zu einer anderen Art von Argument, nämlich Pro-Argument Nummer 6. Social Media ist heutzutage Teil unserer Realität. Jeder Mensch ist täglich mehrere Stunden auf Social Media und wir dürfen Kinder hier nicht ausschließen oder unsichtbar machen. Also erstmal kann man sagen, es gibt sehr viele Dinge, die Teil unserer Realität sind, in der aber trotzdem keine Kinder stattfinden. Die Arbeitswelt ist Teil unserer Realität. Jeder Mensch verbringt täglich 8 Stunden auf der Arbeit und wir dürfen Kinder hier nicht ausschließen oder unsichtbar machen. Also los, Kinder sollten auch endlich in Konzernen arbeiten dürfen. Naja, okay, ich muss zugeben, dass dieser Vergleich logisch ein bisschen hinkt. Deswegen vergesst das. Dieses 6. Argument ist daher tatsächlich das 1. Argument, dem ich in Teilen zustimmen muss. Wir verbringen als Menschen leider sehr viel Zeit auf sozialen Medien. Und wenn hier überhaupt keine Kinder zu sehen wären, könnte das eventuell langfristig Auswirkungen darauf haben, wie wir als Menschheit mit dem Thema Kinder umgehen. Wir könnten diese als weniger relevant erachten. Wir bekommen in Deutschland ja sowieso immer weniger Kinder und viele mehr Menschen könnten vielleicht den Wunsch verlieren, Kinder zu bekommen, wenn sie so viel mit anderen spannenden Themen auf Social Media konfrontiert sind und Kinder in ihrer Gedankenwelt nicht mehr stattfinden oder nur noch sehr viel weniger stattfinden. Aber wie gesagt, könnten. Bewiesen ist das natürlich noch nicht. Und deshalb denke ich persönlich, ne, das könnte ein Problem werden in der Zukunft, wer weiß, aber die Lösung sollte doch eigentlich viel eher sein, dass wir Menschen dazu ermutigen, weniger Zeit auf Social Media zu verbringen, statt irgendwie dann für unsere Zwecke Kinder auch auf Social Media zu zerren. Aber naja,
Kann man sich drüber streiten. Kommen wir zu Argument Nummer 7. Ich zeige das Gesicht meines Kindes nicht. Deshalb ist das Posten auf Social Media doch total okay. Naja, also erstmal muss man sagen, natürlich, um die Persönlichkeitsrechte deines Kindes zu wahren, ist das ein erster, sehr guter Schritt. Dennoch kann man das nicht als allgemeine Rechtfertigung für alles nehmen. Also logisch wird das für die meisten, wenn man jetzt sagt, okay, ich verpixel mein Kind im Gesicht, aber poste es nackt in der Badewanne. Das geht natürlich trotzdem gegen viele Rechte des Kindes. Aber es kann auch schon viel subtiler problematisch werden. Wenn du dein Kind verpixelst, aber trotzdem seinen Namen nennst, seine auffälligen blonden Locken zu sehen sind, du oft auf dem gleichen Spielplatz Fotos machst und durch viele kleine Hinweise auf der Seite irgendwie ersichtlich wird, dass du, was weiß ich, in Leipzig wohnst, dann sind das trotz des Nicht-Zeigen des Gesichtes deines Kindes sehr viele Informationen über dieses Kind. Das fällt einem beim Posten von einem einzelnen Bild vielleicht gar nicht so auf. Aber im Gesamten kann jemand, der irgendwie neu auf dein Profil kommt und deinen ganzen Feed betrachtet, da sehr schnell sehr viele Informationen rauslesen. Also ich habe das schon wirklich 10-fach, 100-fach gemacht bei diversen Familienbloggern und ich bin eigentlich fast immer drauf gekommen, wo die wohnen, teilweise sogar, wo sie dann zu ihren Hobbys gegangen sind, welche Schule die Kinder benutzt haben. Das ist nicht schwer, selbst wenn die Kinder nur sehr wenig gezeigt werden. Kommen wir zu Argument 8. Mein Account ist ja privat. Da kann ich doch ruhig Fotos von meinem Kind posten. Naja, okay, also auch das ist nicht ganz so einfach. Erstmal muss man sagen, dass du trotzdem beim Upload, zum Beispiel auf die Plattform Instagram, einen Teil der Nutzungsrechte dieser Bilder an Instagram abtrittst. Das finden die meisten jetzt aber irgendwie nicht so schlimm, weil die sich denken, ja, was soll Instagram mit meinen Bildern? Könnte man jetzt einen Deep Dive reinmachen, dass das vielleicht in gewisser Hinsicht trotzdem schlimm ist, aber lassen wir das mal außen vor. Des Weiteren kann man auch bei engeren Bekannten nicht gewährleisten, dass diese Fotos dann nicht trotzdem verbreitet werden. Also zum Beispiel, ne, vielleicht macht dann irgendwie die Oma, die noch ganz fit mit dem Smartphone ist, einen Screenshot und schickt das dann ihrem Kollegen bei WhatsApp und der zeigt es dann wiederum seiner Tochter und so weiter und so fort. Und also natürlich kann man grundsätzlich sagen, es ist besser, wenn die Accounts privat sind und wenn das wirklich nur die engsten Vertrauten sehen, aber auch da, ne, würdest du wirklich allen Leuten, die da in deiner Freundesliste sind, so das Familienalbum hinhalten und sagen, hier, guck mal, ach, guck mal, was er da süßes, peinliches macht oder guck mal, was sie da mit ihrem Essen veranstaltet hat, weiß ich nicht. Und genau eben auch das kann den Kindern später unangenehm sein. Gerade ne, in der Pubertät, wie unangenehm war es da, wenn anderen Leuten irgendwie das Familienalbum gezeigt wurde. Und sowas auf Social Media, auch im privaten Kreis, kann trotzdem nicht cool sein für das Kind. Aber man muss natürlich zugeben, es ist ein sehr viel, in Anführungszeichen, geschützterer Raum, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Blogger mit 50.000 Abonnenten bin. Deswegen kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Argument, nämlich Nummer 9. Ich poste nur positive Bilder meines Kindes. Gegen ein süßes Familienfoto mit Mama und Papa kann mein Kind doch quasi später gar nichts haben. Naja, auch das weißt du am Ende nicht. In 10 bis 18 Jahren kann sehr viel passieren. Und es gibt hunderte Gründe, warum man später auch vermeintlich positive Fotos im Netz bereuen kann. Da wären erstmal ne, so simple Sachen wie Datenschutz. Es gibt auch heute noch Menschen, die sagen, ey, ich bin nicht bei Social Media, ich möchte nicht, dass Konzerne wie Facebook, Instagram und Co. meine Daten haben, ich verwehre mich diesem. Und wenn du diese Entscheidung für dein Kind schon triffst und sagst, okay, doch, diese Konzerne bekommen Fotos von meinem Kind, bekommen teilweise Daten von meinem Kind, dann kann dein Kind zumindest diese Art von Mensch nicht mehr hundertprozentig werden. Vielleicht möchte dein Kind aber auch in 15 Jahren mit Personen auf diesem Familienfoto nicht mehr öffentlich in Verbindung gebracht werden. Das kann sowas Simples sein wie ein Streit, aber auch, dass, keine Ahnung, ein Familienmitglied eine Straftat begangen hat oder sonstiges und man einfach nicht mehr öffentlich mit dieser Person in Verbindung stehen will. Und dann haben wir zusätzlich zu diesen Punkten auch noch die Weiterentwicklung der Technik, die wir noch nicht so gut einschätzen können. Gerade in Bezug auf künstliche Intelligenzen machen wir aktuell riesige Fortschritte und man kann ja schon heutzutage irgendwie Bilder klauen und sammeln und da nur die Gesichter rausziehen und damit Fake-Pornografie erstellen. Das wird ja oft von bekannten Persönlichkeiten gemacht und genauso könnte das eventuell demnächst oder teilweise auch jetzt schon sehr einfach sein, das mit Kinderfotos zu machen. Ganz ekliges Thema, ich weiß. Aber egal, in welcher Situation ein Kind fotografiert wird, wenn man das Gesicht hat, dann hat man das Gesicht. Und wenn man dann noch weitere Daten hat, hat man auch noch weitere Daten. Das haben wir jetzt in diesem Aspekt gar nicht berücksichtigt. Also ne, wenn ich ein Familienfoto poste und sage, hey, wir gehen hier zur Schule, mein Kind macht das und das, das heißt so und so und wurde da nur dann geboren, dann sind das natürlich auch super viele Daten. Also es kann auch negative Konsequenzen haben, wenn man nur positive
Bilder im Netz hat. Und kommen wir zum letzten Pro-Argument. Dadurch, dass ich mit meinem Kind zusammen Bilder auf Social Media poste und Dinge erkläre, vermittle ich ihm Medienkompetenz. Jein! Also erstmal finde ich es schwierig zu sagen, dass jemand, der selbst Fotos von seinem Kind postet und somit ja anscheinend nicht so viel Medienkompetenz im Bereich Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Co. hat, Kindern Medienkompetenz vermitteln will. Aber ich verstehe natürlich, was gemeint ist. Wenn man Kinder angeleitet an das Thema Social Media heranführt, ist das mit Sicherheit sehr viel besser, als wenn man irgendwie Kinder da komplett raushält und dann mit 13 Jahren sagt, so, hier ist dein erstes Smartphone, mach, was du willst. Deswegen kann ich auch diesen letzten Punkt zumindest in Teilen verstehen und muss da in Teilen diesem Argument ein bisschen zustimmen. Für mich ist das aber keine Ausrede dafür, dass man jetzt irgendwie Kinder postet, die zwischen 0 und 6 Jahre alt sind, weil da verstehen die eh noch kaum was davon, was Social Media bedeutet, was es bedeutet, eine Reichweite zu haben und so weiter und so fort. Da sollten sich Kinder auch ehrlich gesagt wegen der Entwicklung des Gehirns auch noch nicht so viel bestmöglich mit Social Media befassen. Wenn ihr dazu mal ein Video wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Egal. Aber sofern das Kind dann in die Schule geht und da die ersten Kinder Handys haben, will man natürlich auch nicht unbedingt, dass das Kind dann irgendwie der Außenseiter ist, das einzige Kind, was nicht in der Klassen-WhatsApp-Gruppe ist und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man sagt, okay, ich beschäftige mich zusammen mit meinem Kind damit, weil besser, ich mache das mit dem, als wenn es das total unkontrolliert alleine macht oder heimlich oder was auch immer. Und wenn dann, weiß ich nicht, mit 9 Jahren das Kind sagt, ich hätte gern Instagram, weil alle anderen haben auch Instagram, dann verstehe ich, dass man da vielleicht sagt, okay, wir schauen uns das mal zusammen an. Wir erstellen dir vielleicht auch zusammen einen Account, auch wenn das laut Instagram ja eigentlich verboten ist. Ne? Instagram dürfen eigentlich erst Personen ab 13 haben. Aber dann kann man zumindest so ein bisschen besprechen, hey, welche Bilder sollte man von sich posten, welche eher nicht. Und ich glaube, dass es da tatsächlich oft ein besserer Umgang ist, einfach wieder drüber zu reden und nicht das zu in die Ecke zu schieben und zu sagen, nein, bekommst du nicht, nein, 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 weil dann ist eben die Gefahr, dass das Kind es heimlich macht und dann habt ihr ein viel größeres Problem am Ende. Ne? Also das alles ist völlig okay für mich. Aufklären, drüber reden mit dem Kind, gemeinsam anschauen. Aber am Ende rechtfertigt auch das nicht, irgendwie selbst die ganze Zeit Fotos von dem Kind zu posten, vielleicht auch, wenn es noch jünger ist und so weiter und so fort, täglich das Kind irgendwelche Fotos posten zu lassen. Hier muss man wirklich sehr, sehr deutlich differenzieren. Als Fazit insgesamt kann man vielleicht ganz kurz sagen, ne, ich persönlich, und das ist jetzt nur meine Meinung, ich bin nicht komplett dafür, dass Kinder jetzt wirklich immer ganz rausgehalten werden müssen und bla bla bla. Ich sehe das bei Influencern sehr, sehr kritisch, weil da eben auch mit einer enormen Reichweite was passiert. Ich sehe das so super kritisch, wenn man Kinder in intimen Situationen zeigt, wenn man Daten über das Kind preisgibt und so weiter und so fort. Aber ich verstehe, ne, diese ein, zwei Punkte, wo man sagt, okay, wir haben eben Social Media, wir müssen uns irgendwie damit befassen. Und ja, ich kann meinem Kind jetzt auch nicht sagen, bis du 18 bist, hältst du deine Finger fern davon. Aber was meint ihr? Habe ich vielleicht ein Pro-Argument vergessen? Fallen euch noch weitere Dinge oder gar Erfahrungsberichte ein, die ihr mit dem Thema habt? Für mich und für die Community, dann schreibt sehr gerne einen Kommentar, aber bleibt dabei rational. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.